Hallo. Letztens hat mich jemand gefragt auf meinem Linux-Kanal, ob ich Verschlüsselung heute noch für sicher halte. Eigentlich war die Verschlüsselung eigentlich nie so wirklich sicher, ne? Vielleicht im privaten Bereich, ne? Dass der Nachbar nicht mitlesen kann. Oder dass nicht jeder mein Homebanking mitlesen kann. Zumindest diejenigen nicht, die sich nicht damit auskennen, wie man das wieder umgeht. Sieht man alles sehr schön. Auf Wikipedia. Gehen wir mal rauf. Brauchen wir nur nach HTTPS suchen, ne? Das wäre ja das, wo man sich jetzt normalerweise drauf verlassen könnte. Gut, gehen wir es mal durch. Angriffe und Schwachstellen zitiere ich jetzt hier mal. Gut, es gab im Mai 2008 einen Fehler in der OpenSSL-Bibliothek. Zum Beispiel auch für Ubuntu. Ne? Jetzt könnte man sagen, das ist schon lange her, jetzt ist es wieder sicher. Nun, das ist dann so lange sicher, solange meine Software-Paketquellen nicht wieder zurückschrauben auf den Mai 2008 oder früher. Ne? Gut, hätte jemand Einfluss auf meine Software-Paketquellen von einem Server aus, der nicht unter deutscher Kontrolle ist, dann könnte man natürlich jederzeit dieses Paket wieder auf den Stand unbemerkt beim nächsten Update zurückschrauben. Gut, aber so weit braucht man gar nicht sehen. Ist natürlich auch sehr viel einfacher machbar, sieht man hier. Ne? Gut, das hier dürfte dem aktuellen Stand der Dinge hier entsprechen. Ne? Einflussreiche Angreifer wie etwa Regierungsbehörden. Ne? Und folgt man diesem Link 9, kommt man auf eine Seite von 2010. Da war noch nichts mit Prism bekannt. Und da warnt man davor und es war, ja, ne, also wir brauchen nur lesen. Ne? Also das hat sich jetzt alles so bewahrheitet. Und ja, dass man on the fly quasi alles mitlesen kann, ne, macht ja dann auch Sinn. Ich brauche ja keine Serverfarm für Vorratsdatenspeicherung. Wenn das alles verschlüsselt ist, dann müsste ich 20 Jahre warten, bis meine Rechnerkapazität schnell genug ist. Das braucht man alles nicht. Die CAs, also die Zertifikate-Herausgeber, sitzen dann oftmals in den Staaten, die Interesse daran haben, was wir da so SSL-mäßig senden. Gut, das ist das, was ich euch nur kurz mal mitteilen wollte, ne? Da, um euch da so ein bisschen die Augen zu öffnen und dass wir das sogar theoretisch selber machen könnten. Sieht man hier zum Beispiel hier, hatten wir auch schon mal, ne, im Dezember 2008, ne, da haben wir einfach 200 PlayStation-Spielekonsolen zusammengeschaltet und konnte schon da mitmischen. Also jede Bananenrepublik, die im Besitz von PlayStation 3 Spielekonsolen ist, kann mitlesen. Gut, das nur zum Thema, was ich von Verschlüsselung halte. Ich halte gar nichts, da mache ich mir lieber meine eigene. Oder mach's gleich öffentlich wie dieses Video. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.